Wirklich? Danach haben Sie ihn gefragt? Eine völlig andere Tech-Grundlage und Sie fangen mit sowas an? Wenn Sie über Technik reden wollen, dann tun Sie das. Ich will ihn kennenlernen. Die Angara waren total neugierig auf das Schiff. Ein paar von ihnen waren sogar so dreist, mir Fragen zu stellen. Was halten Sie von ihnen? Sie kennen sich aus und sind ziemlich clever. Sie werden gute Verbündete abgeben. Wie geht's Ihrer Freundin Jill? Gut. Sie ist ziemlich beschäftigt. Wie es aussieht, ist es eine Menge Arbeit, die Fortpflanzung mehrerer Spezies in die Wege zu leiten. Wer hätte das gedacht? Es hat sie fast wahnsinnig gemacht, damit so lange warten zu müssen. Aber jetzt haben sie sie sozusagen von der Leine gelassen. Okay, raus mit der Sprache. Was läuft da zwischen Ihnen und Callow? Muss ich mir etwas Sorgen machen? Ah, na schön. Bevor ich mich schlagen lasse, wir sind einfach komplett gegensätzlich. Er ist der absolute Planer, ich bin eher ein Macher. Er hat Tinte an den Fingern, während ich gerne bis zu den Ellbogen in Schmierfett stecke. Ohne mich als Gegenpol zu ihm hätten sie ein echtes Problem. Scheiße, vielleicht gilt das sogar auch andersrum. Verraten Sie mir ein paar Pokerweisheiten. Man muss bluffen und seine Gegner durchschauen können. Aber ansonsten ist Poker reine Mathematik. Wenn die Wahrscheinlichkeit, genau die Karte zu bekommen, die man braucht, höher ist als der Einsatz, setzt man. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Haben Sie schon die Neuigkeiten von Eos gehört? Einige Asari haben im Außenposten Zuflucht gesucht. Nicht sonderlich viele, aber immerhin. Bradley zufolge ist unter ihnen auch eine verantwortliche Offizierin namens Hedaria. Sie weiß vielleicht, wo die Arche ist. Dann sollten wir uns auf den Weg nach Eos machen und es rausfinden. Gut. Gerüchten zufolge ist auch Sarissa Tharys auf der Arche der Asari. Sie ist genau die Frau, die wir brauchen. Wer ist sie? Vermutlich die beste Strategin unter den Elite-Soldatinnen, die es gibt. Ihre biotischen Schilde haben in der Schlacht um Kaer Kis Hunderten das Leben gerettet. Allem Anschein nach arbeitet Sarissa als Leibwächterin des Asari Pathfinders. Und wahrscheinlich hat sie schon einen Plan, um alles wieder ins Lot zu bringen. Kann es sein, dass Sie ein Fan von ihr sind? Nein, ich mag einfach... Hören Sie, wir brauchen jemanden mit Ihrer Erfahrung. Das ist alles. Jemand mit so viel Erfahrung ist mir immer willkommen. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Grund, die Arche zu finden. Wenn Sie bereit sind, sich auf die Suche zu machen, sollten wir in Prodromus mit Hedaria reden. Und dabei würde ich Sie gerne begleiten. Pathfinder! Hey, können Sie mir für ein Projekt Ihren Segen geben? Ich werde mit Joel daran arbeiten. Nennen Sie es Diplomatie, wenn Sie es einem Budget zuweisen müssen. Geben Sie für das Projekt grünes Licht und alles ist gut. Wie sind Sie eigentlich hier gelandet? Erzählen Sie mir von sich. Okay, ich war ein schlechter Schüler, ein lausiger Polizist und ein guter Krisenhelfer. Hatte ein gutes Leben, aber das war mal. Ich wollte nicht neu anfangen, sondern groß rauskommen. Sie waren erst Polizist und dann bei den Spezialeinheiten? Aber beides nicht sehr lange, was? Für Jura fehlte mir die Geduld, also habe ich es als Polizist versucht. Vater wusste gleich, das wird nichts. Aber so kam ich zu Hassel. Die nehmen eigentlich nur Veteranen und Ex-Soldaten. Das waren die besten Jahre meines Lebens. Ein von den Abläufen frustrierter, ungeduldiger Rekrut. Ganz schön dick aufgetragen. Tja, ich war auf der Suche nach etwas Neuem. Und ich habe es gefunden. So bin ich hier gelandet. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Sie fehlt mir. In manchen Nächten weint man eben, oder? Tun das nicht alle? Mutter Joelle, Vater Calvin, beide Anwälte, haben sich auf der Citadel kennengelernt und auf der Erde niedergelassen. Keine Brüder oder Schwestern. Das wäre auch zu viel gewesen. Alles ganz traditionell. Was ist mit Ihnen?
Das Leben mit meiner Familie war in vielerlei Hinsicht untypisch. Aber sie hat funktioniert, oder? Das muss sie. So wie meine. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet und bin nach Andromeda geflogen. Reden wir später weiter. Alles klar. Einsatzteam ist bereit für eine Mission.
Sie haben beide Biotik? Sagt man das so? Ja. Allerdings ist die Asari-Biotik ein paar hunderttausend Jahre weiterentwickelt. Die Menschen holen auf. Die Menschen zu Hause vielleicht. Sie haben 600 Jahre lang den Unterricht ausfallen lassen. Hi, ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar, was gibt's? Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Ist noch etwas? Noch ein paar Fragen. Wäre das okay? Ja. Das wissen wir erst, wenn wir es versuchen. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen? Seit wann haben Sie elektromagnetische Fähigkeiten? Wie haben Sie sich entwickelt? Keine Ahnung. Biologie interessiert mich nicht. Aber das können Sie bestimmt ohne Probleme nachlesen. Das ist enttäuschend. Überhaupt keine Biologie? Wie funktionieren Ihre Augäpfel? Eine Linse projiziert ein Bild auf die Netzhaut, wo es in elektrische Impulse umgewandelt wird, die dann vom Gehirn entschlüsselt werden. Sie haben meinen Sarkasmus als Einladung zur Prahlerei benutzt. Schade. Die Angara scheinen ihre Gefühle sehr offen zu zeigen. Ist das so? Wir schämen uns jedenfalls garantiert nicht für unsere Gefühle. Wir lernen, dass Gefühle und Überzeugungen nicht versteckt werden dürfen, weil man nur dann ehrlich und offen mit ihnen umgehen kann. Kann das nicht auch verletzend sein? Doch, natürlich. Dann setzt man sich damit auseinander. Genau darum geht es. Wie viele Kolonien haben Sie? Auf welchen Planeten? Es ist uns seit der Geißel gelungen, auf einigen wenigen Planeten zu überleben. Was wir aus der Zeit vor der Geißel wissen, ist größtenteils mündlich überliefert. Wir hatten die Raumfahrt. Und in den Geschichten ist von ursprünglich 5 Kolonien die Rede. Haben Sie bei Moshai Sefer studiert? Ist sie eine Lehrerin? Oder eine religiöse Würdenträgerin? Sie ist viele Dinge. Sie hat einen klaren Verstand. Ein umfassendes Wissen. Und tiefe Einsichten. Sie lehrt und inspiriert. Sie wird geliebt. Ich liebe sie. Wirklich? Also eine dieser Lehrerin-Schüler-Geschichten? Nein, nicht so. Moshai Sefer ist nach ihrer Rechnung 115 Jahre alt. Gibt es bei den Angara eine zentrale Religion? Es gibt viele Variationen. Die exakte Zahl würden Sie in einem Almanach finden. Aber das zentrale Credo der Gläubigen lautet, dass wir nach dem Tod wiedergeboren werden. Wir entwickeln uns, um unsere Familien zu stärken. Geboren aus dem, was vorher war. Gesegnet, besser zu sein als vorher. Sind Sie gläubig? Nein. Oder doch? Manchmal. Ich weiß nicht, ob das Menschen genauso geht. Sahuna, meine wahre Mutter, ist eine sehr fromme Gläubige. Okay, belassen wir es dabei. Können Sie mir mehr über die Besetzung durch die Kett erzählen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich werde versuchen zu antworten, aber ich könnte dabei die Fassung verlieren. Wie war es für Sie persönlich, unter der Herrschaft der Kett zu leben? Wollen Sie das wirklich wissen? Diese Erinnerungen sind schmerzlich. Ich habe danach gefragt, oder nicht? Es ist, als würde man auf schwankendem Boden leben. Und jeder Tag bringt neue schreckliche Nachrichten. Bei jedem Abschied besteht die Möglichkeit, dass man diese Person nie wieder sieht.
Ich war noch ein Junge, als mein Vater aus meinem Leben verschwand. Ein furchtbarer Tag. War er im Widerstand? Nein. Er war Techniker in einer Mine. Er ging zur Arbeit und kam nicht mehr nach Hause. Das passiert irgendeinem Angara-Kind irgendwo jeden Tag. Als die Cat eintrafen, warum haben sie da nicht gekämpft? Sie haben uns keinen Grund dazu gegeben. Und als sie es taten, war es zu spät. Sie denken vielleicht, wir wären schwach gewesen. Aber die Cat sind rücksichtslos und wissen genau, wann und wie sie zuschlagen müssen. Das verstehe ich durchaus, glauben Sie mir. Waren die Cat schon immer hier? Nein. Einige, wie die Moschei, sind alt genug, um sich an die Zeit vor den Cat zu erinnern. Aber ich nicht. Und meine Mütter auch nicht. Und der Archon kam mit Ihnen? Wir denken schon. Die Informationen des Widerstandes darüber sind unklar und nur wenige haben ihn persönlich gesehen. Und überlebt, um davon zu berichten. Und überlebt, um davon zu berichten. Okay, belassen wir es dabei. Bis später, Joel. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Liam? Ich habe das Projekt abgenickt. Das ist toll, Pathfinder. Jala Madaraf, wir haben unsere Ausrüstung. Costa, Ryder. Veranstalten Sie diese Show nur mir zuliebe? Falls ja, vielen Dank. Ach was, so ist es einfach praktischer. Wir tauschen Panzerungen. Kann's losgehen? Ja. Okay. Was bedeutet das Muster auf Ihrem Schulterpanzer? Das Ehrenabzeichen meiner Familie. Darf ich Ihren Poncho Rothjin. Und nein. Warum nicht? Aus religiösen Moment Gründen? Mal. Was? Aus persönlichen Gründen. Ich erlaube es Ihnen nicht. Geht es um Status oder Spezies? Möglicherweise beides. Sehen alle Menschen gleich aus? Einige von ihnen klingen gleich. Wow, wow, wow. Ich weiß, wie das hier enden wird. Einer von ihnen fühlt sich beleidigt und der andere wird verprügelt. Deshalb machen wir es ja hier. Wir tauschen Panzerungen gegen Antworten auf Fragen, die sich die Diplomaten verkneifen. Ich war vorhin an der Reihe. Die Informationspakete der Nexus lassen ziemlich viel aus. Tut mir leid, war das hier nicht genehmigt? Sie feiger kleiner Adi. Wie auch immer. Ryder? Ich hoffe sehr, Sie haben einen guten Grund für Ihr Verhalten. Ja, hab ich. Und zwischen Jorl und mir ist alles klar. Er war von Anfang an einverstanden. Habe ich gesagt, Sie sollen Ihr Shirt anziehen? Wir haben uns neulich gegenseitig aufgezogen. Das Problem war nur, wir wussten nicht genug übereinander, um ans Eingemachte zu gehen. Wenn man nicht weiß, was beleidigend oder verletzend ist, kann man versehentlich darüber stolpern. Und das macht Unterhaltungen gefährlich. Aber jetzt wissen wir es. Und vielleicht können wir so ein paar Hitzköpfe da draußen davon abhalten, Mist zu bauen. Außer wir wollen, dass sie Mist bauen. Reicht Ihnen das als Grund? Okay, ich verstehe die Absicht. Und niemand wurde verletzt? Wenn Joel beleidigt wäre, läge ich jetzt auf dem Boden und es wäre okay. So weiß ich, woran ich bin. Wir haben noch viel zu lernen und das ist Teil der Aufgabe unseres Teams. Also, besser wir lernen es jetzt, als wenn Leben auf dem Spiel stehen. Prodromos. Prodromos. Klingt gut, oder? Wir haben angefangen, Pathfinder. Ein neues Leben. Das ist großartig, verdammt. Was halten Sie von den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten? Der Trupp und die Crew. Die sind alle okay. Sie müssen doch eine Meinung haben. Ihre Meinung ist viel wichtiger. Was halten Sie von Ihren Leuten? Per Definition haben wir alle die richtige Qualifikation. Darauf vertraue ich. Darauf baut die Nexus vermutlich, dass die Verbindung unserer Fähigkeiten zum Erfolg führt. Es liegt jetzt an uns, den richtigen Weg zu finden. Deshalb ist das hier unser Schiff. Und deshalb wollen wir es hinkriegen. Sagen Sie,
Wie mache ich mich in meinem Job? Ich diene der Initiative. Sie sind der Pathfinder. So einfach ist das. Ich wollte nur... Ach, nichts. Etwas Interesse zeigen. Hey, ganz schlechte Anmache, Pathfinder. Das können Sie doch besser. Ja, vergessen Sie's. Ich geb's zu. Ha, ich wusste es. Also schön, Interesse erwidert. Aber ich fürchte, das muss warten. Reden wir später weiter. Alles klar. Ja? Bis später, Joel. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Ryder? Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Zeit, da hatte Sid Angst vor dem Weltraum. Wir sind viel gereist und eines Tages wurde ihr plötzlich klar, dass außerhalb der Shuttle-Wände nichts war. Sie geriet daraufhin immer wieder in Panik. Ich habe sie dann in die Arme genommen, bis es vorbei war. Heute erinnert sie sich nicht mal mehr daran. Es dauerte auch nur ein oder zwei Monate. Schon witzig, was? Woran Kinder sich alles nicht mehr erinnern? Und man hat das Gefühl, man müsse es festhalten, weil es sonst einfach weg ist. Denn sonst hat man etwas, von dem man nur noch weiß, dass es einem fehlt. Drag? Halten Sie es einfach fest. Hey, Kleine! Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Ryder. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Hallo, Ryder. Danke, Sam. Das genügt.
Wie lange dauert es, bis man ein Schiff fliegen kann? Das hängt davon ab, wie sehr man sich anstrengt. Aber mit Ihrem Verstand? Sie könnten es in ein paar Wochen lernen. System. Heimat von Eos und Prodromos. Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. Wir sind wieder da, wo im Grunde alles begonnen hat. Was gibt's Neues über unser erstes Zuhause? Die Cats sind auf dem Planeten noch immer präsent. Es kommt häufig zu kleineren Gefechten und bei Reisen ist Vorsicht geboten. Die lernen es auch nie. Was sonst noch? Die Atmosphäre wird zunehmend sauberer, aber in einigen Gebieten gibt es hohe Konzentrationen radioaktiver Strahlung. Nähere Untersuchungen laufen. Außerdem sind die Relikte weiterhin an der Oberfläche aktiv und zudem mit Hilfe seismischer Messungen nachweisbar. Wer ist mein Ansprechpartner für das alles? Ihre Leute, Pathfinder. Prodromos wächst, mit all den Herausforderungen und Entdeckungen, die der Aufbau eines Außenpostens mit sich bringt. Begründet auf Forschung. Sämtliche Daten über das neu zugängliche EOS entspringen ihrer Arbeit. Na dann, lassen wir ihm die Aufmerksamkeit zukommen, die es verdient. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HNS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet.
Auf ein Wort. Pathfinder. Jacob Medley, Forschung und Entwicklung. Mein Team richtet sich noch ein, aber wir haben etwas entdeckt, das Sie interessieren könnte. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Entwurf zur Verbesserung Ihrer Panzerung erstellt. Ich lade ihn jetzt hoch. Die nötigen Ressourcen sollten alle auf EOS zu finden sein. Wenn Sie sie beschaffen können, müsste es eigentlich funktionieren. Sind Sie sich sicher mit Ne, oder sind das nur Luftschlösser? Ich habe nicht vor, Ihre Zeit zu verschwenden. Das hier könnte die Grundlage für die Herstellung von Panzerungen für die gesamte Initiative bilden. Also viel Spaß bei der Suche, Pathfinder. Und passen Sie auf sich auf. Gespürt? Wir registrieren in letzter Zeit größere seismische Aktivitäten. Aber ich weiß nicht, wodurch es verursacht wird. Da draußen geht irgendwas Merkwürdiges vor. Ein Erdbeben irgendwas oder ein Vulkan irgendwas? Ich tippe auf ein Relikt irgendwas, das uns vielleicht helfen könnte. EOS hat riesige unterirdische Flüsse, die wir nicht anzapfen können. Aber wenn wir diese Beben umleiten, könnten sie den Boden aufbrechen und uns die Bewässerung ermöglichen. Unsere seismischen Überwachungshämmer wären dafür perfekt. Ich brauche nur jemanden, der sie aufstellt. Bitte. Was ist ein seismischer Überwachungshammer? Fox hat sie gebaut. Sie schlagen zu wie ein Dutzend Kroganer und verursachen unterirdische Vibrationen. Wir erhalten dadurch brauchbare geophysikalische Daten, aber ganz ehrlich... Hauptsächlich machen sie Spaß. Ich mach's. Sagen Sie mir nur, wo ich hin muss. Ich habe die Bereiche markiert, wo das Zentrum der Beben zu liegen scheint. Lösen Sie die Hämmer dort aus. Aber seien Sie vorsichtig. Die Beben werden schlimmer. Ist noch was, bevor Sie gehen? Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Ich habe die NAV-Punkte der verschwundenen Vorräte verzeichnet, Pathfinder. Alles klar. Wir rackern uns bestimmt nicht für die Lebensfähigkeit ab, um unsere Ressourcen dann einfach so abzuschreiben. Ich bin sehr gespannt, was Ihre Wissenschaftler über EOS herausfinden werden. Bewaffnet und gepanzert. Da haben Sie Glück. Diese Ausrüstung hätte ich vor ein paar Wochen gut gebrauchen können. Ich bin Ryder, der menschliche Pathfinder. Lieutenant Harper, wir sind auf der Suche nach der Arche der Asari. Genau wie ich.
Ich beobachte jeden Tag den Himmel und bete, dass sie den Kett-Angriff überlebt haben. Wenigstens konnten sie und die anderen entkommen. Ja, wenn auch nur knapp. Unsere Kleidung hat noch geschmort, als wir geflohen sind. Was ist passiert? Die Kett haben unsere Arche durch den gesamten Cluster gejagt. Aber das waren keine normalen Soldaten. Es waren Jäger, Elite-Killer. Von irgendwelchen Elite-Typen gejagt zu werden, ist alles andere als lustig. Was wollten sie von ihnen? Woher soll ich das wissen? Bei meinem Rang tue ich nur, was man mir sagt. Eine der Brückenoffizierinnen, Sarissa so und so, hat den Evakuierungsbefehl erteilt. Hunderte von Leuten, die alle zu fliehen versuchten. Es war... Wo könnten wir nach der Arche suchen? Schwer zu sagen, aber sie hat ein Rettungsschiff gestartet, dessen Crew es wissen könnte. Vielleicht finden sie es ja, indem sie dem Transponder folgen. Das kriegen wir schon hin. Kümmern Sie sich erstmal um sich selbst. Das Schiff heißt Perifona. Ich gebe Ihnen seine Transponder-Codes und den letzten Flugplan. Und vielen Dank. Es tut gut zu wissen, dass nicht immer nur die Kett gewinnen.